eure lieben netten Kommentare unterschiedlicher Art. Ich habe jetzt mal ein bisschen Kraft getankt und mal so ein bisschen Zeit gefunden, sie mal bei euch zu beantworten, so kurz und knapp. Also wirklich vielen, vielen Dank. Ich habe euch auch natürlich gleich alle zurückabonniert und bedanke mich natürlich für euch, für die Unterstützung meines Kanals. Der ist ja hier kostenlos, auch wenn euch vielleicht nicht so dem einen oder anderen das interessiert, was ich hier so mache oder zeige, bezogen eigentlich auf das Thema 50er, 60er Jahre, so Einrichtungsgegenstände und Co. Aber trotzdem bedanke ich mich dafür und würde sagen, wir sehen uns gleich. Ja, gleich vorweg. Leider Gottes ist mir mein Briefkastenschlüssel abhanden gekommen und ich war jetzt übers Wochenende oder übers Fastwochenende bei meinem Kumpel zu Besuch, weil mir ging es nicht gut und ihm ging es auch nicht so gut und zu zweit stützen wir uns immer, wenn es uns nicht gut geht. Jetzt geht es uns wieder ein bisschen besser. Ja, mein Briefkasten war voll und der Klassiker ist dann immer, dass ein Riss an der Zeitung entstehen kann, aber Gott sei Dank nicht auf dem Titel, nicht auf auf dem Bild. So, jetzt aber. Ich drehe mal die Kamera. Einen Moment. Ja, und da sind wir auch schon wieder, ne? Wir haben von der Woche haben wir von Alfeld haben wir Mittwoch, sie war so Mittwoch in meinem Briefkasten drin, ist 10. Januar 2024, eine zweite Ausgabe. Erste Ausgabe kenne ich nicht, es steht auf jeden Fall Nummer 2. Und hier sind wir einfach mal so alle abgebildet. Ja, welch ein Wunder, man hat es sogar mal auf das Titelbild geschafft. Und ich gehe mal ein bisschen näher mit der Kamera. Und dieser Mann dort, das hier, ich gehe mal noch ein bisschen näher, das bin ich. Ich komme selber aus einer Bauernfamilie. Ich betreibe aber keine Landwirtschaft. Ich war einfach nur zur Unterstützung von den Bauern da, weil ich finde einfach, es ist wichtig, dass man ihnen mitteilt, dass man auch ihre Arbeit wertschätzt und sich möchte man, deswegen habe ich sie auch, weil ich ihre Arbeit wertschätze, weil die einfach rund um die Uhr am Arbeiten sind und ich bin ja immer so wie viele andere Menschen versorgt mit dem Essen. Selbstverständlich habe ich mich auch mit vielen Bauern darüber unterhalten, warum da so viel Kritik gesprochen wird, weil die irgendwie zu viel Düngermittel verwenden würden oder sowas. Aber da habe ich ganz andere positive Aspekte gehört. Aber die möchte ich jetzt hier nicht sagen. Da würde ich einfach mal euch bitten, spricht doch einfach mal selber mit jedem Bauern und ja. Ja. Ja, und hier steht drauf, nach mehreren Stunden auf den Straßen der Region kommen zahlreiche Landwirte und weitere Unterstützer gegen Mittag am Sibberser Sportplatz zusammen. Komma. Und wo aus sie um 6 Uhr auch gestartet sind. Start der Protestwoche. Landwirte der Region sorgen für Verkehrsbehinderung. Gut, für Verkehrsbehinderung kann ich jetzt so nicht sagen. Wir waren zwar jetzt nicht so viele, aber was ich auf jeden Fall sagen kann, wir haben für Rettungsgassen gesorgt. Die Autos, die uns überholen wollten, die konnten uns überholen. Also da haben wir haben jetzt irgendwie keine Straße blockiert oder sowas. Also unser Protest verlief wirklich friedlich und ja, es ging halt um das Hauptsächliche. Natürlich ist es immer wieder traurig, dass auf gewissen Protesten auch andere Menschen sind, die da ganz andere Absichten haben und dort ein bisschen, sage ich mal, bis Extremste auf Gewalt hinaus sind. Das bin ich natürlich nicht und das waren die Leute auch nicht. Und wie ihr auch hier erkennen könnt, auch wenn man es so nicht perfekt an der Kamera sehen kann, da hält die Frau ein Schild mit der Ampel, also rot für die SPD, gelb für die FDP, grün für die Grünen. Und kann man leider nicht sehen, da steht aber weg. Also die Ampel muss weg. Das ist das, auch wenn,
wenn jetzt viele so ein bisschen enttäuscht sind, warum hältst du das denn nicht hoch? Nein, das ist schon so okay. So sind wir wenigstens alle draufgekommen und so sieht man auch da die Gesichter so ein bisschen dahinter, dass die alle draufgekommen sind. Ja, das ist das, was ich euch mitteilen wollte als letztes Update und ja. Schreibt gerne, wenn ihr was wollt, in die Kommentare da oder lasst einfach nur ein paar Likes da, wie immer. Auch ein Abo da lassen zur Unterstützung meinen Kanal. Mehr wird von meiner Seite aus auf meinen Kanal über Bauernproteste nicht geben. Wenn irgendwo welche stattfinden und ich kann die Bauern unterstützen, dann bin ich auch gern dabei. Aber für mich bleibt es nach wie vor, ich stehe auf Demonstrationen und Proteste nur, wenn sie auch friedlich verlaufen. Es ist gar keine Frage. Es kann auch mal kritisch sein und natürlich kann es auch mal Auseinandersetzungen geben, aber davon bin ich nicht so der Fan. In dem Sinne macht es gut, euer Peter Rockabilly, 1950 Kanal 2. Tschüss. Ah, jetzt habt ihr das ja gesehen, mit diesem Zeitungsartikel hier. Und ja. Ich würde einfach mal sagen, jeder unterstützt die Bauern auf seine Art und Weise, ob man jetzt dorthin geht, friedlich die Bauern unterstützt, ob man vielleicht die Videos auf Instagram oder auf anderen Social Media Kanälen liked, kommentiert. Meistens reicht es auch schon, wenn man ein paar Daumen in die Kommentare reinsetzt, dann macht man auch viele Menschen auf Bauernproteste aufmerksam, dass es einfach viele gibt, die so wie ich oder ihr oder halt wie auch immer, einfach dazu eine andere Meinung haben. Und klar, für die Kinder ist es auch wichtig, die brauchen natürlich auch eine Bildung und eine Zukunft. Und ja, natürlich weiß ich, es gibt auch, habe ich mir auch schon angehört, so auf anderen Kanälen und Videos in den Social Media Kanälen habe ich auch schon so gehört und gesehen, dass viele kritisch sind und sagen hier, wir brauchen euch Bauern nicht und ihr spritzt zu viel und bla und blub, kenne ich alles, diese ganzen Dingens. Aber auch die Leute, die ihre Kritik äußern, könnten das ja auch ein bisschen freundlich machen oder sollen einfach mal die Arbeit vom Bauern machen. Und mehr möchte ich dazu nicht sagen, weil ich war jetzt in der letzte Zeit seit Corona bis zum Bauernprotest sehr, sehr viel aktiv gewesen. Und auch mir macht das Ganze natürlich zu schaffen, auch die Kriege und so weiter. Und deswegen, ja, ist es halt mein letztes Video, weil mein Körper gibt mir halt ein Signal, dass ich mal ein bisschen zur Ruhe kommen soll, dass ich erstmal mal wieder ein bisschen Kraft tanken soll für mich. Und deswegen, ja, habe ich halt hier in meinem lebhaften Hobbyheimmuseum auch noch ein bisschen was zu tun. Und ja, das mache ich dann jetzt auch mal wieder so ein bisschen als Ausgleich. Ich wollte einfach nur mal, dass ihr das hier wisst. Ich wollte das mit euch teilen. Ich denke, damit haben wir ein großes Zeichen gesetzt, wenn man schon in der Zeitung ist, das schon auf der Titelseite. Damit hat man wirklich sehr, sehr viel. Ja, also dadurch ist man ja jetzt wirklich sehr, sehr gut bekannt dann. Abgesehen von dem YouTube-Kanal hier. Ach. Das werde ich natürlich ausschneiden und behalten, das Bild, und es einfach gut verstauen. Ja, was kann ich noch erzählen? Das war es eigentlich auch schon. Also wie immer gewogen, treu bleiben, macht es gut. Euer Peter Rockabilly, Kanal 2, 1950. Tschüss und gesund bleiben.